Hallo, wenn dich interessiert, was ich im Aldi eingekauft habe, und zwar für die nächsten 2 bis 3 Wochen, beziehungsweise was ich an Vorrat aufgestockt habe, dann bleib doch einfach dran. Und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani. Ich befinde mich hier in der Küche und ich möchte euch heute meinen Food Haul zeigen oder unseren Food Haul zeigen. Wir waren im Aldi und haben dort eingekauft für die nächsten 2-3 Wochen, denke ich mal. Das sind Vorräte, die wir aufgestockt haben und ich muss dazu sagen, sehr viel Bio gekauft. Was daran liegt, dass ich schon darauf achte, Bio zu kaufen oder auch vegane Produkte zu kaufen. Man muss sagen, es ist Anfang des Monats. Die Gehälter kommen, die Löhne sind da, Provisionen sind da. Und da ist man dann doch ein bisschen spendabler, ich zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr dann vielleicht auch ein bisschen mehr Geld ausgeben würdet für Bio. Es ist nun mal so, dass Bio teurer ist als normale Produkte, die eben nicht Bio sind. Und wobei man sagen muss, es gibt wirklich, man kann nicht sagen, manchmal handelt es sich um nur ein paar Cent mehr. Aber es gibt auch zum Beispiel beim Reis, ich habe hier einen Bio-Reis gekauft, der Parboiled-Reis im Vergleich zum normalen Reis, der nicht Bio ist, da gab es einen Unterschied von 1 Euro. Und da überlegt man sich das schon. 2-3 Mal soll ich mir das jetzt kaufen oder nicht. Genau, lange Rede, kurzer Sinn. Unser Einkauf sieht nicht immer so aus, nur Bio. Dieser ganze Einkauf hat ungefähr 100 Euro gekostet und in der Menge, vielleicht sogar ein bisschen mehr, wenn ich da Bio-Produkte weglassen würde, beziehungsweise sie austauschen würde gegen Nicht-Bio-Produkte, dann würden wir so ungefähr auf 80 Euro kommen, 70, 80 Euro. Also ich zeige dich schon im Preis. Aber ja, Anfang des Monats, Geld ist da, dann machen wir das einfach. Das ist jetzt der Früchtchen-Viererpack und den gebe ich, ich gebe immer so eine Tube meinen Kindern mit in die Brotdose für die Schule. Da ist auch kein Zuckerzusatz mit dabei, deswegen kaufe ich die eigentlich ganz gerne. Dann habe ich hier 10 Bio-Eier. Dann haben wir hier einen Haferdrink, einmal einen Mandeldrink in Bio und da ist bei beiden auch kein Zuckerzusatz mit dabei. Habe ich noch nie probiert. Ich habe immer die von Alpro Soja getrunken. Melina, holst mal eben Alpro Soja Milch aus dem Kühlschrank, dann kann ich das mal eben zeigen. Genau, da unten. Richtig. Genau, das ist der hier. Der ist auch ungesüßt, aber ich meine, der wäre auch etwas teurer. Und jetzt wollte ich gerne mal den vom Aldi probieren. So, dann habe ich hier noch einen von Schneekoppe, einen Soja-Reisdrink, auch ebenfalls ungesüßt, auch in Bio. Und weiter geht's mit Gemüse. Das ist Conchiglier. Ich kann es nicht lesen. Muschelnudeln mit Paprika, Brokkoli und Kirschtomaten. Und das kann man einfach in die Mikrowelle tun, wenn es mal ganz schnell gehen muss. Und dauert nur ein paar Minuten, dann ist das schon fertig. 5-6 Minuten. Und dann haben wir hier auch für meine Kinder milde Tirolini, luftgetrocknet. Das sind so kleine Salami-Sticks. Die esst ihr auch gerne, ne? Ja, in der Schule. Genau. Ja, da gebe ich meinen Kindern dann auch in die Brotdose mit. Und dann haben wir hier Gurken, die essen wir auch sehr gerne. Da machen wir meistens entweder einen Salat raus oder ich schnibbel die klein und dann kommen die auch in die Brotdose rein. Dann haben wir hier noch einen Käse, ein Stück Käse, mittelalt, einen ganz normalen Gouda. So, als nächstes hier. Das essen wir eigentlich auch ganz gerne in der Geschmacksrichtung Himbeer und Cranberry. So, weiter geht's mit
Saure Gurken, Cornichons. zwei Gläser. Dann haben wir hier Erbsen, sehr fein, aus der Dose, weil es eben immer bei mir schnell gehen muss. Die braucht man einfach nur mit Butter und etwas Gewürz zubereiten im Topf und dann geht das so. Dann haben wir hier, die Möhren kommen gleich, Jana. dann habe ich hier gefunden, auch im Aldi, Tomatensauce mit Kräutern, vegan und auch in Bio. Und davon habe ich dann zwei mitgenommen. Und dann hier extra die etwas mildere Variante für Kinder, ne? Tomatensauce für Kinder steht hier. Genau. So. So, jetzt müssen wir mal ein Stückchen weitergehen. Jetzt kommen die Möhren dran. Jetzt kannst du die Möhren in die Kamera halten. Genau. Möhren haben wir gekauft. Auch für zwischendurch. Oder halt für die Brotdose, einfach zum Snacken oder für den Salat. Dann haben wir hier noch die rote Paprika. Haben wir eigentlich auch immer im Haus, ne? Das gebe ich meinen Kindern auch immer in die Brotdose mit. Und dann habe ich hier belgischen Bauernkäse mitgenommen. Schmeckt auch sehr, sehr lecker. So, jetzt gehen wir ein Stückchen weiter. Dann habe ich hier immer auf Vorrat Mais. Machen wir auch immer in den Salat rein, meistens. Oder wir essen den pur. Beziehungsweise ohne irgendwelchen Salat dabei. Dann haben wir noch, was haben wir noch? Genau, hier Kresse habe ich auch mitgenommen. Biogartenkresse. Und als nächstes haben wir hier Bio-Mozzarella. Genau, zweimal. Und dann habe ich hier noch einen 6er-Pack italienische Kräuter, Salat-Dressing. Und dann, die hatten im Moment, oder ich weiß nicht, ob sie das noch haben, aber letzte Woche auf jeden Fall hatten die ganz viele Produkte von Vegans oder Vegans. Und da habe ich mir diese Snackbar einmal Blueberry mitgenommen. Und dann gab es da auch noch irgendwie mit Peanut und noch eine Sorte. Aber ich habe mich halt nur für diese Berry-Variante entschieden, auch für meine Kinder. Dann habe ich hier noch Apfelmus, auch im Bio, gekauft. Essen wir immer zu Milchreis oder auch so. Oder zu Kartoffelpuffer. Nee, das ist falsch. Das kommt vom Real. Das kann man mal wegtun. Das sind Kichererbsen, die gehören da nicht dabei. Genau, Thunfisch habe ich dann mitgenommen, 4 Stück. Und das machen wir dann immer im Salat oder auch mit Pizza drauf. Und dann haben wir hier noch Geflügel Wiener. Ja, wann essen wir das? Ach, kann man überall reinmischen. Entweder als Hotdog oder zu meiner berühmten Bohnensuppe. Die kann ich euch oben verlinken in dem i oder unten in der Infobox. Und genau, also die nutzen wir oder essen wir, oder ich nicht, sondern die Kinder und mein Mann. Dann haben wir noch Salami, auch bio-luftgetrocknet. Und dann haben wir noch Bio-Parboil-Reis. Und zu guter Letzt haben wir dann hier noch Tomaten-Gemüsesaft. Also ich trinke den unheimlich gerne. Und eins meiner Kinder auch, nicht wahr? Mhm. Ja. Genau. Jo, das war's dann mit dem Einkauf. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lass mir doch einen Daumen nach oben. Und wenn du keins der Videos verpassen möchtest, dann lass mir doch ein Abo da. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Tschüss.